Ich mache Skulpturen und Objekte aus verschiedensten Materialien. Von Skulpturen wären eher Stein, Holz und Objekte ist aus Papier oder Guss, Beton, Wachs, Schocke. Also die Palette ist sehr breit. Das ist etwas, was mein Werk ausmacht, denke ich. Mich inspiriert eigentlich alles oder nichts. Es hat weniger mit dem Äußeren zu tun, es hat viel mehr mit mir zu tun. Wenn ich mit einem Thema beschäftigt bin, dann passiert es oft, dass die wie eine Übereinstimmung mit etwas passiert, das ich aussen sehe, und dann kann eine Inspiration stattfinden. Skulpturen und Objekte berühren mich auf eine andere Art berühren als Zeichnungen. Dass im Raum stehen, dass sich in den drei Raumdimensionen bewegen, das ist etwas, das mich berührt. Also es ist wie ein Gegenüber, wo man reinputschen kann oder wo einen Geruch hat, wo Haptik hat. Das ist alles etwas, was bei der Zeichnung weniger da ist. Und ja, ich habe eigentlich wie einen tieferen Bezug zu Skulpturen als jetzt zu zweidimensionalen Werken. Ich bin eigentlich sehr begeistert vom Arbeiten mit meinen Händen. Das ist etwas, was mich befriedigt. Also wenn ich schnitzen oder Materialien berühren oder auch zeichnen, das ist etwas, was mir sehr Freude macht. Ich denke, im Grunde genommen sind es einfach Themen, die wie irgendwie mit dem Menschen zusammenhängen, die mich als Mensch beschäftigen und auf eine abstrakte Weise auch in meine Werke fliessen.